Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Let's Play Junkyard Simulator. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass da hinten irgendwo ein Alarm ist. Dem wollen wir doch erstmal nachgehen. Wenn wir hier schon unterwegs sind, dann wird auch direkt sauber gemacht. Klappen die Sicherungen mit dem Besen rein. Ups, ist er. So. Es sind wohl leider immer wieder die gleichen Stellen. Wenn man sie sich einmal gemerkt hat, dann sollte das recht schnell gehen. So, schauen wir mal. Jo, damit ist wieder alles voll. Cool. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Geld wir brauchen. Um dann im Endeffekt hier weiterzukommen. Falsche Richtung. Da
da lang muss ich, um rauszukommen. Was zeigt er denn mit C an? Sammeln des Bargeldes aus den Schließfächern? Liefere Wracks auf den Parkplatz. Sammle Schrott mit dem Mini-Crusher. Jo. So, wie sieht denn das hier aus? Hier zeigt er jetzt wieder nicht an, wo wir sind. Da zeigt er es uns an. Und da sollen wir hin. Da. Ja, wir gehen mal dahin. Ups. Das sind diese Autos, die wir restaurieren können, aber dafür müsste man mit dem Abschlepper hier sein. Das können wir restaurieren. Okay. Ja, das brauchen wir jetzt nicht durchsuchen, wir haben keinen Platz mehr. Papier oder Plastik dabei gehabt hätte, hätte ich gesagt, okay, kann man direkt da reinschmeißen. Kaufe ein Stück Klebeband. Ich habe 1777 und ich brauche 40.000. Okay.
kann ich mir im Augenblick nicht leisten. Wirst du zusammen mit dem Fahrzeug in die Werkstatt gebracht werden, ne? Okay. Jetzt habe ich 144.000. Ich weiß zwar nicht warum. Jetzt kann ich das nämlich kaufen. Collect the items. When you have them all, I'll contact you and tell you what to do next. Finde die alte Stoßstange. Machen wir das mal anders. So, das liegt jetzt alles hier. Und ich brauche aber die Stoßstange. Eine Seifenmaschine. Jetzt den Ventildeckel. Good investment. Load items on the belt, run it, and pick them up at the scrap market. They'll be there waiting for you. Remember not to send too many items at a time down the belt, or else it'll crash. Was? Die Mechanik ist nicht freigeschaltet. Beende die Aufgabe, um sie freizuschalten. So, die Fundstücke, das sind ja das, das und das. Das.
JJ, now let's head to the scrap market to sell your loot. If you still have some room in your junky Dodge, cart, or backpack, fill it up to make even more money. Gotta use them brains, Johnny. We don't sleep, we do. Finde den Ort, an dem die Gegenstände abgeworfen werden. Ich hatte gehofft, dass da noch so ein paar grüne Punkte sind. Wer bist hey, du? Hey, you. Yeah, you. Come here. Nö. Da. Okay. Das heißt... Irgendwo muss ja jetzt hier diese Karte sein wieder. Diese Schnellreisekarte. Ah ja, hier. Braucht auch ein bisschen länger zum Laden. Ach, und hier landen die Sachen. Remember about the items for the order. They must be sent to the scrapyard market in order to complete the quest. This is very important. Erstmal ruhig das Ding kaputt hier. Weil das bringt Geld. Zack. So, 250 Kilo Schrott haben wir dabei. Benutze das Bedienfeld. Jetzt gucken wir mal, wo das Bedienfeld ist. Öffnen. Ach, hier sind wir. Ja, das ist doch cool. Das heißt, es wird immer alles hierher geschmissen. Und das können wir dann hier im Grunde nehmen. Da reinschmeißen. Okay, der ging daneben. Mhm.
So, das, was hier rumliegt. Ich weiß nicht, warum man das nicht alles einsammeln kann. Aber okay, das ist jetzt erstmal so. Geh zur Telefonzelle. So, hier habe ich jetzt meine Autos und mich wieder. Finde den Container. JJ, as part of this job, you're going to buy your first container. I'll get in touch when we get to buying the container. Okay, melde mich beim Kauf des Containers. Finde den Container. Ich soll einen Container kaufen. Und hier ist das Auto, was ich restaurieren kann. Das mache ich aber noch nicht, sondern kümmere mich erstmal drum. Wald? Nein, da unten ist er. Da ist ein Container. Ich drücke E. Ah, ich war nicht weit genug dran, okay. Ja, wie cool ist das denn? Gehe zur Telefonzelle. I hope you were lucky, Johnny, that you drew something really valuable. If you didn't, though, remember, it may work next time around. And the prizes are worth the hassle. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht.
Darf ich den Container nicht komplett leer machen? Finde alte Möbel. Du hast abgeschlossen. Du hast alle Aufgaben im Spielmechanismus abgeschlossen. Du kannst nun fortfahren und fuck. Johnny, you did great. You've learned many mechanisms of the junkyard world. There are many quests ahead of you where my intervention won't be required. You've grown so much that you no longer need my supervision in every quest. Though I'll definitely catch up with you more than once. Don't be sad, Johnny. You're just starting to have fun. There's a whole world ahead of you and many places for you to discover. Try to visit these spots in between tasks. Okay. Also das Tutorial, im Endeffekt sind wir jetzt mit durch. Und das ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.